Ach, Kevin, ist das dein Ernst, Alter? Ist Kevin hier im Chat, Digga? Grundstück von Orange im Orange. Hier steht Rewe auf dem Auto. Guck mal, der Bro hat hier einfach gesagt, ich mache ein Cabrio draus und baue eine Toilette rein. Oh mein Gott! Bruder! Der hat das als Polizeiwagen hier umgebaut, Halsmaul! Im heutigen Minecraft-Video, meine Freunde, spielen wir zusammen Minecraft und heute wird geil gecraftet. Du verarschst mich gerade. Wir haben heute ein wildes Community-Event vorbereitet. Ihr wisst, ich bin selber großer Autofan und habe mir heute tatsächlich nochmal netterweise eine Schramme in die Karre reingefahren. Ich war gerade dabei, rückwärts in die Einfahrt einzuparken und derjenige ist nach vorne gefahren, also habe ich ein bisschen stärker eingeschlagen. Ich mache so, aber... Dann bin ich gegen die Mauer gefahren und hab jetzt... Unfall. Das ist traurig. Zum Glück gehört dieser Wagen nicht mir. Mercedes, bitte werf mich aus dem Leasing raus. Dankeschön. Boah, wie wird's so schwer. Und genau darum geht es heute, meine Freunde. Wir spielen nämlich wieder zusammen Minecraft. Und zwar haben wir heute auch was mit Autos zu tun. Das ist richtig, ne, Leon? Genau. Ja, wir haben auf jeden Fall heute das Grundchassis eines AMG GT63S. Nein! Eines Was hast du für ein Auto bestellt? AMG GLE 53. Du hast du einen 63 bestellt? 63. 63 S haben wir gebaut. Und jetzt ist eure Aufgabe, diesen AMG mit Interieur, Lack und sämtlichen anderen Dingern zu verschönern und Tuning. Auszukleiden. Das heißt, ihr tunt jetzt quasi in Minecraft mein Traumauto, meine Freunde. Ja, das machen wir heute, meine Freunde. Ich würde sagen, kommt auf die Whitelist an meiner Zickzack. Ihr braucht doch gar nicht mehr in den Chat zu schreiben, dass ich Corona habe, Leute. Ich habe einen Corona-Test gemacht. Falls ihr das Video dazu nicht gesehen habt, dann habt ihr es verpasst. Ich habe kein Corona. Der Test ist nur 48 Stunden haltbar. Gut, dann könnt ihr jetzt Corona haben, du hast recht. Das Event wird von heute bis Sonntagmorgen laufen. Also ihr habt ein bisschen mehr als 24 Stunden Zeit dafür. Genau genommen 36 müssten es ungefähr sein. Ich bin gespannt, ob ihr es schafft, in 36 Stunden mein Traumauto so zu tunen, dass ich später eine steinharte Erektion davon habe. Nicht wahr, Tobi? Das ist doch das Ziel des Ganzen hier, oder? Also eigentlich sollen die einfach nur das Auto bauen. Ihr sollt mir eine Was Erektion du dann am Ende davon haben. Hast, ist mir eigentlich ihr egal. Sollt dafür sorgen, dass ich wieder eine Erektion bekommen kann. Ich bin mal gespannt, wie wir das alle hinbekommen. Ja, und vor allen Dingen, ob wir als Community hier auch, ich weiß nicht, was das gerade war, hier als Community vielleicht gemeinsam, entschuldigt bitte ganz kurz, hier einen großen Victory Royale hinbekommen oder nicht. Ja, Tobi. Es ist nicht Fortnite. Wir können hier kein Victory Royale haben. Übrigens finde ich das hier viel schöner, guck mal, Tobi, als Dach. Ne, so oder halt tatsächlich so. Also hier wirklich so. Ja, aber wer bist du, dass du mir das jetzt hier gerade zeigst? Zion, so, weißt du? Mhm. Sieht auch cool aus. Ja. Komm, helf mir mal. Nee. Guck mal, ist doch viel besser, oder? Findest du nicht? Nee. Alle auf die Whitelist, Leute. Alle auf die Whitelist. Tobi, mach mir wirklich immer mehr Sorgen um dich als Mensch einfach. Also 100. Perfekt, Leute. So, und jetzt würde ich sagen, auf geht's. 3, 2, 1, starte das Event. Auf geht der Hase. Ihr seht hier das Auto. Riesig, Junge. Ihr seht hier das Auto. Jeder kriegt ein fettes Auto. Und das ist das GLE Coupé, meine Freunde. Ihr habt diesen AMG jetzt hier vor euch, ja? Und habt jetzt die Möglichkeit, diesen Wagen nach Herzenslust zu tunen. Bitte, ganz, ganz wichtig, wer hier was anderes baut, außer dieses Auto, wird komplett gebannt. Bitte behaltet die Grundform des Autos bei. Es wird jetzt kein anderes Auto hingesetzt. Es wird hier auch kein Haus drauf gebaut oder sowas. Ich möchte, dass das Auto tatsächlich einmal komplett getuned wird. Gebaut hat das Ding der liebe Yorkshire. Und ich muss ganz ehrlich sagen... 15 Stunden rein investiert. 15 Stunden, das ist ziemlich, ziemlich wild. Das sieht richtig, richtig krass aus, Alter. So fett, Junge, auch von hinten. Holy... Ist echt crazy, oder? Also nochmal, ihr könnt ja Lack ändern, ihr könnt beim Scheinwerfer die Scheiben vorne reinmachen. Ihr könnt sogar von mir das Interieur von innen machen, wenn so ihr die, wollt. Also die Gläser, also die Wolle da könnt, wegmachen. Ihr könnt hier Sitze reinbauen und so weiter und so vor. Bin mal gespannt, was jetzt dabei rumkommt. Wir schauen mal ganz kurz. Die Lara's Instant Drin schreibt einer. Hör auf. Ihr könnt, wie gesagt, alles komplett hier ändern. Es dauert zwar ein bisschen, wenn ihr den Lack und sowas ändert. Bedenkt aber, dass ihr hier sämtlichen Freiraum habt. Ich bin gespannt, was ihr mit dem Schatz aus Asphalt einfach hier macht. Ich bin reich. Der sagt es nicht. Alles, was denn? Schatz aus Affalterbach. Ja. Alles Instinkt, Digga. Ich weiß nicht, was du hier zum Beispiel schon wieder machst. Der baut eine Steinplattform, Alter. Lasst euch wirklich Zeit, ja. Also wir haben auf jeden Fall ordentlich Zeit. Und ich möchte, wie gesagt, auf jeden Fall... Also eine Sache, die ich definitiv haben möchte, sind neue Felgen. Die sind zwar wild hier und der gelbe Bremsklotz ist auch ganz geil. Der ist eigentlich golden, ne? Bei mir ist der gold, ne, Tobi? Bei meinem Auto. Bei meinem jetzigen ist der gold. Nee. Gelb? Der ist gelb. Ah, okay, krass. Ich fände es halt cool, weiß ich nicht. Zum Beispiel, jeder hat ein eigenes Auto hier. Vielleicht mal hinten in den Kofferraum Arcane oder sowas reinbauen oder sowas. Cute Nova. Gewinnt man überhaupt Geld? Nein.
Aber es macht Spaß. Ist doch auch cool. Spaß für alle, die Familie. Die genau. Ich muss wirklich nochmal sagen, dass der wirklich brutal aussieht. Da hat sich Yorkshire echt übertroffen. Oh, ja. Also wirklich, dicke Shoutout an dich, Bro. Aber Digga, der hat so einen geilen Arsch auch hier in Minecraft. Ich fahr hier rum. Tobi, du bist nicht in Dings, dem Auto drin. Digga, ich fahr jetzt vor Ringe. Oh, Bro, guck mal, hier fängt zum Beispiel schon mal einer wild an. Daniel Luca hat sich gedacht, ich mach das Ding mal auf komplett pink. Ist eine Möglichkeit, Bro. Ist eine Möglichkeit. Vielleicht so Pink Camo. Also nochmal, ihr könnt ja hier alles dran ändern, wie ihr wollt. Wichtig ist nur, dass die Grundform erhalten bleibt. Das dauert sicherlich alles ein bisschen, aber ich glaube, das ist ein cooles Projekt für die paar Stunden jetzt hier, die ihr macht. Ich entscheide es jetzt. Der Gewinner kriegt sein AMG so konfiguriert und den schicken wir zu euch nach Hause. Tobi, wir können erstmal kein AMG verschicken und zweitens habe ich nicht so viel Geld. Digga, du bist so langweilig. Ah, Beatnox, Digga, das ist nicht so clever, dass du hier die Scheibe komplett wegnimmst, weil dann hast du die Originalform der Scheibe nicht mehr, ne? Just saying, Bro. Der Typ hier baut gerade blaue Felgen. Bro, ja. Ich weiß nicht, ob blaue Felgen actually ein Ding sind, so, Bro. Sag, Digga, hier baut einer rote Felgen, also. Ah, guck mal hier, Bro, der Typ hier, warte mal. Ah, geil, guck mal hier, der macht eine komplette Farbpalette gerade, siehst du das? Alter. Okay, das ist krass, das ist geil, das ist cool. Genau die Farbe meine ich, diese grüne, Ja, bin ich mal gespannt, ob das auch durchzieht, Alter. Nicht schlecht, also ganz ehrlich, Leute, das ist ein big Projekt und ich bin mir sicher, dass wir wahrscheinlich nur 3 vernünftige Wagen von 100 dabei haben. Aber ganz ehrlich, oh nein, Orange ist hier. Och, Kevin, ist das dein Ernst, Alter? Ist Kevin hier im Chat, Digga? Wie kann das sein? Hier steht Grundstück von Orange. Ja, TP, ich war zu ihm, er baut gerade. Ja. Pink AMG. Aber ist es der echte? Nee, ist nicht der echte. Weiß ich nicht. Nee, nee, ist safe. Ich weiß nicht, ob Kevin einen Account hat. Nee, ist das Kevin? Nein, der Gag guckt den Skin an. Der hat doch. Also, Kevin hätte Gucci-Skin. Ich weiß es nicht, Bro. Ich kann es ja nicht sagen. Aber gut, wir werden es sehen. Ja, Leute, also ich fände es auch geil, zum Beispiel halt den Motor zu sehen oder sowas, ne? Das wäre halt auch ganz geil. Boah, also, stimmt. Wie gesagt, einen schönen V8 Biturbo, ne? Schöner Sauger. Ich würde sagen, wir warten mal ab und schauen mal, was dabei rumkommt. Ja, der ist also nicht so groß. Also ein bisschen klein, aber... Das ist so, wie wenn so ein richtig fetter Mann eine Mütze aufzieht. So sieht das aus. Oh, Bro, guck mal, der hier, was macht der hier oben? Der baut einen Gepäckträger, der Hund. Hör auf, Digga. Digga, wie peinlich, Alter. Auf einem AMG Gepäckträger. Maschallah, Digga, bau mir ein Dachzelt. Das war ein Witz, bitte macht's nicht. Hier steht Rewe auf dem Auto drauf. Digga, ich bin... Tobi, hier steht Rewe auf dem Auto. Richtiges Opfer, Digga, ich schmör's. Ja, Leute, wir lassen das Ding auf jeden Fall mal laufen und schauen uns das Ganze dann am Sonntag in der Auflösung an. Bis dann, tschüss. So Leute, wir sind back auf dem Event. Heute mal wieder ohne Facecam am Start, weil ich von zu Hause aus ausnehme. Ich muss mir mal eine Facecam holen und oh mein Gott, Leute. Checkt das mal bitte. Oh mein Gott, Tobi. Guck mal, Digga, hier. Den habe ich auch gesehen. Digga. Ich bin auf dem Server gejoint. Der Bro, das kann man doch nicht machen, Gott. Alter. Hey, warum? Digga, der ist tot. Ja, der liegt hier einfach. Bro. Der ist nicht tot, der schläft. Und da hat jemand Ketchup auf seinen Körper verteilt. Digga, das ist so krass hier, Alter. Ey, check mal den, oh mein Gott, den Orangenen hier. Maschallah, Habi, Bruder. Ey, das ist wirklich crazy. Der Rote, auch ganz krass hier, ne? Ja, die Mühe, die sie sich gemacht haben, ne? So. Der Typ hier hat erst diese Farbpalette gebaut und dann aber nichts gemacht. Der hat die Bremssättel gemacht und einen richtig hässlichen Spoiler dran gemacht. Gut. Bro, what the fuck ist das denn hier? Guck mal, komm mal her. Das ist einfach Akani hier oben drauf mit... Lol. Aber Akani hat irgendwie so... Ja, weiß ich nicht, Scheibenwischer dahin gemacht. Keine Ahnung, Alter. Bisschen weird irgendwie, ne? Oh mein Gott, Bro, guck mal hier, der Grüne. Da sitze ich einfach drin mit Akani. Oha. Digga, der hat komplett alles gemacht. Interieur, dies, das. Bro. Digga, Interieur sieht geil aus. Rückbank auch, ne? Riesiger Kofferraum. Das sind 210.000 Euro, Mann. Das ist ein Auto, Digga. Das sage ich dir, Tobi. Das ist ein Auto. Guck mal, der hier mit dieser Rainbow Flag drauf, Alter. Lol, feier ich. Der, das ist anders wild, wirklich. Ja. Der Spoiler hinten sieht actually bei dem Grünen richtig wild aus. Bro, der Gelbe als Maul, Alter, Digga. Holy shit, Bruder. Digga, der AMG am Kennzeichen sogar hinten stehen. Guck mal hier, der Grüne ist aber auch geil. Der ist auf Coronavirus angelehnt. Da ist oben einfach Coronavirus drauf. Guck mal, ja. Digga, was soll das? Oh, aber guck mal hier, Bro, what the fuck? Guck mal, dieser Rainbow Luck hier. Uff, Alter, der Übergang. Das ist so krank. Der hat Seiten auf null, ne? Da steht Twitch hinten drauf. Digga, ein Twitch-Mobil einfach. Guck mal, hier die Motorhaube hier nochmal geändert. Bro, wir werden ja niemals alle sehen. Wir werden ja niemals alle sehen. Sehr, sehr wild, aber. Guck mal, aber guck mal, der weiß hier, Bruder. Holy shit. Da ist sogar hinten ausgezeichnet Prime drinne. Dann ist hier ein Nitro, Digga. Guck mal, hier ist Nitro. Und hier ist. Jetzt hat der hier sogar Display da vorne drin. Digga, wie krass. Guck in deinen Kopf. Du sollst in deinen Kopf gucken. Okay, was ist da? Was ist das? Du hast eine Wirbelsäule, Bro, Digga. Du hast eine Wirbelsäule. Digga, oh mein Gott, was für ein Autist, Junge, what the f, Alter. Guck mal, der Bro hat sich einfach gesagt, ich mach ein Cabrio draus und baue eine Toilette rein. Guck
Absoluter Scheiß. Hier vorne dieser komische Laubgebläse hier vorne drauf, Digga. Was soll denn das? Absolut die Felge, auch absoluter Scheißhaufen, Digga. Aus Lava, Junge. Bro, hier der rote, guck mal wieder hier, Tobi. Dieser Fade, ne? Ui. Der Lack hier. Das ist so Flame-Look, weißt du, so hell. Bro. Digga, was ist das denn hier? Guck mal, das Akani-Taxi. Alter! Oh mein Gott! Halsmaul, komm mal her! Digga! Was? Er hat Bodykit drauf gemacht. Bruder, wie krank, guck mal! Digga, der Spoiler! Digga, der schießt hinten aus dem Auspuff raus. Akani, bitte, wer ich ist bin das? Auch gerade wild. Alter, der Holy ist ja mal anders wild, Digga. Holy. Neben der mit dem Akani-Schild ist auch ziemlich krass, weil der hat den mal richtig hier reingesteigert, ne? Ey, ich hätte nicht gedacht, dass die Leute das so gut hinbekommen, ne? Neu der Typ hier hat einfach das Auto gesprengt. Der Typ hier hat einfach nur die Scheibe gebaut und hatte keinen Bock mehr. Bro, der Blaue hier, guck mal, der hat schon wieder dieses Gesicht drauf. Der hat schon wieder, ja, ja, richtig, genau. Boah, hier sind mal zwei Blaue, richtig wilde. Guck mal, hier ist nochmal so ein krasser. Eieiei, wilde Lackierungen hier. Was haben wir hier? Oh, Digga, hier bin ich drin mit einer Frau, guck mal. Und hinten drin sitzt Akani mit so einem goldenen Napf. Ich finde das Gelb an der Seite nice, der hat so ein bisschen... Der hat's gut gemacht. Ja, das ist geil geworden. Die Spiegel haben auch so Eis drin, Digga. Guck mal hier. Wer ist das denn hier? Wer sitzt denn hier? Das hier, der hat einfach einen Hotdog oben drauf, der Wagen. Ach, das war der, wo wir meinten, das ist der Gepäckträger. Guck mal, hier ist nochmal, hier bin nochmal ich und... Guck mal, Kani. Der Wagen ist komplett Gold und hier steht Fisch hinten drauf und oben Alter. Saufen. Bro, die hat ein Einhorn vorne drauf gesetzt. Der so, ah, ja, das war das, wo du guck mit mal hier. Der Frau drin sitzt. Ja. Oh mein Gott, der Rosa hier, schau mal hier, Bro. Daniel Luca. Oha, richtiges Barbie-Mobil. Auf Pink Drip angelehnt, Digga. Nice one. Also ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass die Leute so gut sind, ne? Nee, da ist jetzt nicht wirklich einer dabei, der so richtig Müll ist, außer der eine zersprengt wurde. Auch hier das Bodykit nochmal. Alter, mit dem Bodykit war halt zu wild. Alter, komm mal zu mir. Er hat ja mit Interior komplett geflext, der rote hier. What, Bro? Guck mal, Interior, so richtig kranke Sitze. So Milchshake im Halter drin. Guck mal, da vorne den Display einfach so richtig fett. Der hat immer richtig geflext. Oha, Spoiler geht. Oha, der will der fliegen oder was? Hier ist das Rewe-Mobil. Guck mal, er hat es doch in die Mitte gesetzt bekommen, der Idiot. Das sind alle irgendwie. Du kannst ja nicht sagen. Also, der mit dem Body geht safe, top. Den schenken wir dann auch, den AMG. Das haben wir nie gesagt, aber, dass wir das machen. Wir schenken niemandem einen AMG. Das Auto kostet 200.000 Euro und derjenige ist 15. Dann kriegst du 6 Monate und kannst einfach nicht fahren. Ja, Leute, also all in all. Ich hoffe, wir haben jetzt alle gesehen. Sollten wir welche vergessen haben, bitte schreibt es in die Kommentare. Das ist halt, ihr seht hier mit der Render, das ist ein bisschen schwierig. Aber all in all, Alter, also wirklich ganz, ganz krass. GLE Cabrio sehe ich irgendwie auch tatsächlich jetzt, muss ich sagen. Sollte man mal Mercedes weitergeben, Leute. Wirklich wildes und krasses Event. Hat übertrieben Bock gemacht. Wir werden das auf jeden Fall nochmal machen. Nächstes Mal würde ich sagen, wird Montes Lambo getunt. Oh mein Gott, Tobi, komm nochmal schnell. Bruder! Oh mein Gott! Diese Lackierung, Amina. Siehst du das? Die Rims so richtig fett, Alter. Bruder. Anders krank, Digga. Also wirklich. Alter. Hier sind auch nochmal Karren. Der hat hier einmal TNT draufgesetzt. Komm mal ganz kurz. Warte. Digga, wie siehst du denn aus? Oh, der hier ist auch krass. Guck mal. Oh, Bruder. Oh, Tommy. Du hast gerade Autogeräusche gemacht. Digga. Oha. Diese grünen Streifen ist auch wild. Sieht ein bisschen unbequem. Nee, der hat das als Polizeiwagen hier umgebaut. Halsmaul. LOL. Bruder. Okay. Digga, Polizeilogo. Was einfach packt man hier auf Thumbnail, Digga, ist die Frage, wa? Der Blaue hier, der Blaue. Guck mal, der Blaue hier. Alter, Digga. Bruder. Okay, Alter. Leute. Also ich glaube, wir kommen fast nicht drumherum. Wir werden safe ein paar übersehen haben. Allein wegen der Render-Distanz. Tobi, hier hat jemand... LOL. Leute, ich würde sagen, wir checken das Ganze auf jeden Fall nochmal später all in all in Streamers. Der Typ hier hat einfach einen BMW draus gebaut. Feier ich auf jeden Fall. Hier sind noch so viele krasse Wagen, die wir uns nochmal richtig im Detail anschauen müssen. Machen wir auf jeden Fall, denke ich mal, Montag oder Dienstag im Stream. Wenn ihr Bock auf ein weiteres Auto-Event habt. Ach, Digga, es geht. It keeps on giving. Komm mal her, Tobi. Komm mal her jetzt. Alter, der what the f***? Der ist Fast and Furious einfach. Hinten sitzt einfach ein Kind drinne. Wer ist das? Keine Ahnung, mein Sohn, glaube ich. Alessio. Dein. Es hört nicht auf, Leute. Ja, wir werden auf jeden Fall, glaube ich, den Gewinner noch onstream küren und das nächste Mal wird Montes Lamborghini. Ah, Digga, das hört nicht auf hier, Tobi. Wir müssen jetzt mal auf, wir müssen zum Ende kommen. Die bin ich aber schnell. Der Weiße hier? Ja, Bruder. Oh, also, Leute, ganz ehrlich, ich muss übertrieben kacken. Deshalb würde ich sagen, war es das von diesem wunderschönen Video. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wir checken auf jeden Fall im Stream den Gewinner aus und wir werden mit der Community zusammen. Digga, ich bin stolz auf die Leute. Wirklich richtig krass gemacht, ehrlich jetzt. Grüße geht raus an euch alle. Und das war's von diesem wunderschönen Video. Wenn ihr Montes Lambo tunen wollt mit mir, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, Tobi. Ciao. Tschüss. Ciao.